getroffen, hat aber nicht genutzt. Oh je. Oh. Wir angehen, dass hier noch drei Stück versteckt sind. Das ist ja wie so Ostereiersuche für Arme. Der ist auch. Wieder an Bord. Ein Flug ohne Wiederkehr. Diesmal starten wir aus Osten. Ist das ein Gefängnis? Oder wird das so ein bisschen utopisches Unterfangen? Beziehungsweise können wir da überhaupt schon raus? Wir suchen es einfach. Und hier versuchen es auch einige andere. Und die versuchen es ein bisschen besser. Müssen wir eben ein bisschen besser zielen, wenn wir da überhaupt hinkommen. Der Typ ist ganz schön hoch in der Luft. Ich weiß nicht, was sie anfallen. Not in dieser größeren Siedlung einfach runter. Oder was meint er? Schaffen wir das? Habe ich hier gerade die Siedlung erwähnt? Ein verdammtes Holzfällerlager. Diese größere, verdammte Siedlung. Ein Holzfällerlager. Ach, und ich dachte, es wäre ein schönes Dorf. Die schaffen es auch nicht komplett hin. Aber der steht deutlich besser in der Luft als ich. Ich kann hier so einen Sprungpunch reindrücken, wenn wir ihn erwischen. Wenn wir ihn denn erwischen. Ich weiß auch nicht, wie ich hier runterkomme. Also zu Fuß natürlich, aber... Ui. Der hat schon einen miesen Vorsprung, der Dude. Den hat aber nicht genutzt. Ui. Oh. War nicht gerade... Erst rein aus spieltechnisch. Wir müssen hier weiter runter. Sonst wird das hier gar nicht. Finden wir hier im großen Gebäude gleich ein Medikit. Ja, wow. Hat doch mal dieselbe Idee. Finde ich unknorke. Den machen wir jetzt weg. So. Looten brauchen wir ihn, glaube ich, nicht. Und das Schmerzmittel werden wir uns ja auch mal einverleiben. Ach, das bricht ab, sobald ich ein bisschen Bewegung drin habe. Ich dachte gerade, ich könnte mit ein bisschen laufen. Ist auch schon schwer, so ein paar Pillen im Laufen einzuschmeißen. Ja. Oh, nee. Ein Geräusch, was mir jetzt gerade gar nicht so gefällt hier oben. Wir hier. Größeren Rucksack, toll. Wo der Shotgun Boy hier da ist, müssen wir unbedingt unsere Uzi aufmunitionieren, sonst. Ach du Riesen. Wir müssen ihn erwarten, den Boy. Nehmen wir. Wird er weg oder was hat er denn vor? Weiß es nicht. Immer dem Gebäude. Über uns? Weiß es nicht. Um Hören würde ich sagen über uns.
Halt in die Weste. Ja, besser als nichts. Wie stehen wir? Schlecht. Ja. Gucken wir hier kurz raus. Hier findet man gern mal ein Auto. Hier so. Vorne. Nicht dann. Ja, perfekt. Guck. Guck, guckst du, Bruder. Also wir sind hier unten lang geflogen. Wir fahren hier hoch. Zack. Ganz einfach. Große Konflikte möchte ich mich hier dabei gar nicht einlassen, weil wir brauchen ein Scope. Eins nices Scope. Okay. Läuft, da hier oben läuft was. Glaube ich. Nee, falsche Richtung. Also vom Moment richtige Richtung, aber so generell. Nee, doch immer noch. Was? Erstmal so. Das ist im, also zu zweit schon einfacher, muss ich sagen. Ist die Autonavigation. Bin noch unentschlossen. Dadurch, dass das Gebiet jetzt so ein bisschen durch eine Brücke geteilt ist und durch ein bisschen Wasser. Bitte. Das ist nicht so einfach. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass hier unbewohnt ist. Sozusagen. Gebäude ein bisschen checken. Irgendwo etwas Offenes. Kannst es leider hier nicht sagen. Also nach außen hin sah es doch recht unbewohnt aus. Wie das Ganze im Inneren aussieht, vermag ich doch nicht zu sagen. Los. Das ist Scope House. Ja, wow, das ist das. Scheiße, Mann, ich gucke auf die Karte und hab keinen Bock mehr. Aus. Hier wird auch schon geschossen. Okay, schnell weg. Das ist das erste Reich, das. Mit dem Schalldämpfer wäre natürlich etwas zoomigeres schon cooler gewesen, aber wie ich schon gesagt habe, wird jetzt nicht unverfroren sein, jetzt erstmal in der Zone wieder davon zu fahren. Ja. Das war knapp. Schaden hat sich auch schwer in Grenzen gehalten. Da hätten wir unseren Zielort. So, die letzte Chance wahrscheinlich noch mal irgendwas zu looten. Häuser beobachten. Hier gleich nochmal Energy. Wobei, vergesst die Energy. Nehmen wir nochmal einen Erste-Hilfe-Koffer. Hört sich echt lecker an. Wie sieht die Zone aus? Ach komm. Also, ja. Vier Versuche. Leute. Das erfreut mein Herz. Ja, also jetzt klappern wir noch die Häuser ab. Zurück zur Karre. Irgendeinen Punkt markiert. Einfach, dass wir hier irgendeine Orientierung haben und jetzt mal wieder mit Vollspeed der Zone wegfahren. Hier zack, Zonenrennen nennt sich das. Sie ist schon mehrmals geschlagen. Das ist eine gute Idee, hier drauf zu fahren.
sage eher nein, aber war auch nicht darauf zu. Gleich weiter. Das andere hat überhaupt keinen Wert. Nee. What the fuck? Jetzt ist halt echt eine sehr gute Frage, wie sich die Zonen hier. Halten wir, da oben kommt einer. In so ein Häuschen rein. Da geht's richtig ab hier drüben. Und das ist sauriskant, was ich mache. Ich will eine erhöhte Position haben. Ich laufe lieber in die Zone rein, als dass ich jetzt hier der bin, der in der Mitte steht und irgendwie von allen schon gesehen wird. Ich erkunde hier mal. Ich bin der Meinung, da sind gratis Spieler. Okay. Noch nicht. Also ich will hier einfach liegen, um nachher garantiert sicher zu sein, dass mir hier niemand in den Rücken schießt. Da kommt was. Bitte? Linke Seite. Muss den richtigen Moment abwarten. Oh, das sieht nicht so gut aus, da muss ich vom Hügel runter. Hier aus. Was mein Freund am Stein. Ist er noch? Und weg ist er. Schau mal kurz, ob der ein gutes Scope dabei hat. Hier versuche. Das nehmen wir natürlich auch mit. Ja, mehr brauchen wir auf keinen Fall, Leute. Mehr brauchen wir auf keinen Fall. Also. Mark ist gesetzt. Wir gehen jetzt mal hier in den Busch. Irgendwas bewegt, aber nicht im näheren Umfeld. Okay, wir machen das jetzt kurz voll. Also nicht die Hose, sondern, ne? Ihr wisst Bescheid. Pumpen uns mit schädlichen Schmerzmitteln voll. Dann steigen wir runter. Von Baum zu Baum. Musen die ganzen Bäume ab. Bisschen käsig, meine Posi. Die war vorher echt geil, aber ist, dass die Zone sich so verlagert hat und jetzt angeschossen kommt, wie von der Tarantel gestochen. Wie weit sind wir denn hier drin? Ach, Mist. Ein bisschen straighter reinziehen. Fuck.
Reicht nicht. Reicht nicht. Reicht nicht. Scheiße mit Ei, echt. Fuck. Das hat keiner gesehen. Wenn das keiner gesehen hat, weiß ich ja, Mann. Das haben wir jetzt schlechter Name ist. Sonst ist mir gerade nicht eingefallen, sorry. Wo ich eigentlich hin? Geht ja nichts. Wenn ich den jetzt halt angreife, dann decke ich mich selbst halt brutal auf. Der hängt mit seiner scheiß Hütte hier noch voll drin. Wenn wir hier drauf zulaufen, dann bringen wir ihm den Nate mit. Das ist ein Versprechen. Uns hier an. Um rauszulocken, das war nämlich dumm. Oh Leute, ich und meine Nades. Ich kann echt gar nichts. Habe ich die Dreckspose hier. Die ich nie haben wollte. Die wollte ich nicht haben. Ach du Käse. Meine Nades. In das Nade-Ungeheuer. Also da ich hier so am äußersten Rand sitze, den nächsten Schritt planen. Also, wir ziehen uns nochmal hier den letzten Energy Drink rein. Zack. Damit schnell wie der Wind. Und heilen uns auch sofort voll. Wunderbar. Ein ziemlich offenes Gelände. Der Busch hier vorne auf 12 Uhr sollte schon drin sein. Ich weiß nicht, ob das da ist. Ist das da wie so ein Spieler? Seht ihr das hier? Links am Fenster. Spieler? Das gehen wir jetzt einfach. Dreistigkeit siegt. Ich möchte siegen. I would like to win. Gucken wir auf jeden Fall solide drinne. Und schauen noch mal, was die anderen machen. Blöd, wenn ich jetzt hier einfach Nades rumwerf. Wie angehen, dass hier noch 3 Stück versteckt sind. Das ist ja wie so Ostereiersuche für Arme. Oh lol. Boah, das ist eine eklige Camperei in den Büschen hier. Das ist jetzt wirklich so ein missratenes Hütchenspiel. Mal ein dicker Rasenmäher kommen oder so ein Mähdrescher oder sowas. Da war ziemlich nah drin, also. Anderen müssen eher kommen. Ja, wow. Vor allem, wenn jemand einen Schuss abgibt, sind sofort die anderen alarmiert. Also, ist der Nate geflogen. War mutig, aber halt, ne. Mal von, da ist er noch.
Feierabend. One-on-one. Um Gottes Willen, ey. Mal wieder an Peinlichkeit noch schwer zu bieten. Ich weiß, wo er ist. Bitte heile. Ich weiß, wer ist da vorne? Yes! Oh Gott im Himmel. Mein Puls ist auf, ja, keine Ahnung, auf jeden Fall über 150. Ja, so hoch, ja. Puh, muss man durchatmen, wow. Ja. Meine Granatenwerfkünste sind, gelinde gesagt, hundsmiserabel. Ich muss mir da echt mal von einem guten irgendwie Tipps holen. Also da reicht schon jemand, der wahrscheinlich 2 Stunden spielt, dann hat das besser raus als ich. Also, Granatenwerfen und Fallschirmspringen, das sind so meine Steckenpferde in dem Spiel. Okay, also vielen Dank fürs Zuschauen. Freut mich jetzt, dass ich gewonnen habe. Freut mich, dass ihr mit dabei wart. Und bis zum nächsten Mal. Lasst mir noch ein Like. Abo da, das würde mich extrem freuen. Ihr schätzt auch etwas meine Arbeit. Bin mir Mühe, um euch gut zu unterhalten. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Sag ich auch viel zu oft. Aber egal. Bis zum nächsten Mal. Habt eine gute Zeit, Freunde. Ciao, ciao. I need you to hear and don't show